Wo heute Segelboote auf dem Maschsee fahren, waren früher die Maschwiesen. Dort fand 1933 die Bücherverbrennung durch die Nazis statt. Der eigentliche Ort des Geschehens ist im See untergegangen. Umso wichtiger, dass das Ereignis nicht in Vergessenheit gerät. Dafür setzt sich die Bürgerinitiative Mahnmal Bücherverbrennung ein und hat unter anderem Gedenktafeln angebracht. Diese Bücherverbrennung war sichtbarer Ausdruck der Unterdrückung, gleich nach der Machtergreifung. Das, was kam, was Faschismus ausmachte, wurde gemacht, wurde inszeniert, wurde durch politische Maßnahmen, und dazu gehört auch die Bücherverbrennung, in die Wege geleitet. Davor zu mahnen, davor ein öffentliches Bewusstsein zu kriegen, dass Faschismus gemacht wurde, das war mein Anliegen, das war unser Anliegen als Bürgerinitiative. Die Bücherverbrennung ging damals von Studenten und Mitarbeitern der Hochschulen aus. Heute am Jahrestag der Bücherverbrennung erinnern Schüler der Tellkampfschule an die Autoren, deren Bücher verbrannt wurden. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man später auch Menschen. Heine, Tucholsky, Brecht und alle anderen, deren Gesinnung den Nazis nicht passte. Heute darf in Deutschland jeder seine Meinung frei äußern. Darum geht es in diesem Lied. Deutschland ist schon echt okay. Man kann seine Meinung sagen. Wir waren deshalb hier und haben gesungen, weil wir dagegen sind, dass die Nazis die ganzen Bücher verbrannt haben. Aber das waren halt auch Studenten. Das hat mich auch so ein bisschen erschrocken, dass es dann halt auch noch irgendwie Jugendliche waren, die das auch sowas gemacht haben. Und das war auch so ziemlich schlimm, finde ich. Und da waren wir auch hier, um zu sagen, dass wir das blöd fanden. Mit dem Lied »Wie blöd du bist« nehmen die Schüler heutige Ausländerfeindlichkeit aufs Korn. Bezirksbürgermeister Lothar Polene betont in seiner Rede, dass auch heute Angriffe auf die Demokratie stattfinden. Zum Beispiel mit der Bezeichnung »Lügenpresse«. Wer so anfängt, in die demokratischen Gepflogenheiten eines Staates einzugreifen und die Freiheit der Presse, die nun wirklich ein Grundgut unseres Staates ist, aufs Spiel setzt, setzt nicht nur die Pressefreiheit aufs Spiel, sondern im Endeffekt, so wie Heine es seinerzeit auch mit seinem berühmten Zitat über das Verbrennen von Büchern gesagt hat, die Demokratie aufs Spiel. So weit darf es nicht kommen. Das Gedenken an die Bücherverbrennung ist wichtig, um sich das vor Augen zu halten. Für Sie galt ein